Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Die Stadt Mannheim veranstaltete am 6.01.2015 ab 11 Uhr ihren traditionellen Neujahrsempfang im MCON Kongresscenter Rosengarten. Neben einem Sektempfang und der Ansprache des Oberbürgermeisters Dr. Peter Kurz gab es den Tag über auch viele Info- und Mitmachaktionen rund um Unterhaltung, Spiel, Musik, Tanz und Theater. Rund 3000 Gäste lauschten der Rede von OB Kurz und etwa 9000 Mannheimer besuchten im Laufe des Tages die Aktionen des Neujahrsempfangs. Bei der Aktion Die internationale Stadt wurde über diverse Themen informiert, die im Zusammenhang mit der aus rund 170 Ländern stammenden Bevölkerung Mannheims stehen. Auch eine Prunksitzung der Karnevalskommission und ein Spielangebot für Kinder war angesetzt. Dort, das ist eben das breite Spektrum in einer Stadt zwischen außerordentlich positiven Dingen und natürlich auch Dingen, die belasten, wo es aber immer darum geht, natürlich auch daraus, soweit es möglich ist, auch zu lernen und Schlussfolgerungen zu ziehen und vor allen Dingen, dass negative Ereignisse, die nie auszuschließen sind, auch eine Stadt nicht aus der Bahn werfen. Das, glaube ich, kann man über die letzten Jahre sagen, ist uns auch glücklicherweise immer gut gelungen. Also Mannheim ist eine sehr internationale Stadt und auch die Wirtschaft dieser Region ist extrem international aufgestellt. Wir haben hier große Firmen, die aus dem Ausland kommen, ob es John Deere ist, ob es Roche ist, Alstom und andere. Wir haben eine Exportquote von 66%, also die Unternehmen dieser Region sind international unterwegs und das heißt, sie verkaufen ihre Waren international und sie haben die Kontakte in die ganze Welt, ob das China ist, ob das Amerika ist, ob das Lateinamerika ist. Also von daher ein sehr erfolgreicher Wirtschaftsstandort und das Thema Internationalität spielt eine ganz wichtige Rolle. Ich finde auch gut, dass die Stadt Mannheim in diesem Jahr das Motto gewählt hat, Mannheim eine internationale Stadt. Ja, es ist eine positive Entwicklung von Mannheim, aber man sieht halt auch, dass man noch die Bevölkerung mitnehmen muss. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Punkt, wo wir auch vorhin angesprochen haben, Respekt, dass wir wirklich hier tatsächlich mit der Bevölkerung zusammen eine Bürgergesellschaft formen müssen, die halt wirklich für alle Bürger offen ist und auch für die vielen Flüchtlinge, die jetzt nach Mannheim kommen, dass wir die richtig integrieren, medizinisch, sozial, dass da wirklich eine Gemeinschaft entsteht. Und ich glaube, das ist der große Wunsch auch für 2015, dass diese Gemeinschaft weiter wächst und weiter bestehen bleibt in Mannheim. Also wir brauchen im Energieumfeld in Deutschland und Europa stabile Rahmenbedingungen. Da sind wir auf einem besseren Weg, als es öffentlich häufig berichtet wird. Die Bundesregierung hat erste Schritte in diesem Jahr gemacht, die im letzten Jahr gemacht. In diesem Jahr müssen weitere folgen. Und dann geht es darum, diesen Weg auch umzusetzen. Und da sind wir als MVV Energie wirklich gut positioniert, gehören zu denen, die Energiewende tatsächlich vorantreiben. Also Energieeffizienz und erneuerbare Energien, das ist das Zwillingspaar in dem Bereich Umweltfreundlichkeit. Das machen wir zum einen, indem wir heute ja schon mehr erneuerbaren Strom erzeugen, als die Haushalte in Mannheim verbrauchen. Das ist Windenergie, das ist Biomasseenergie, das ist der biogene Anteil in Abfällen. Das ist aber auch Solarstrom. Wir bieten hier ganz konkret heute auf dem Neujahrsempfang in der Stadt Solarstrom auf dem eigenen Dach, auch elektronisch an. Insoweit sind wir in ganz kleinen Projekten engagiert, wie auch in der großen Stromerzeugung. Ich war überrascht, wie viele internationale Aktivitäten im Musikbereich, aber auch durch die Wirtschaftsunternehmen, die hier tätig sind, mit einer Exportquote, glaube ich, von 66%, wie hoch eben diese Internationalität in dieser Stadt gewachsen ist. Und das spricht für die Bürger, das spricht für die Menschen und das spricht eben auch für die Schlagkraft der Wirtschaft, die hier sich angesiedelt hat. Es ist eben eine sehr, sehr weltoffene Stadt. Und das spürt man, wenn man hier durch die Straßen geht. Ich glaube, wir sind stabil die zweitgrößte Hochschule in der Stadt Mannheim. Die größte ist die Universität. Dann kommen schon wir mit unseren 6.500 Studienplätzen und gut 2.000 Bachelor-Absolventen jedes Jahr. Leisten wir doch eine gewaltige akademische Workload und freuen uns sehr, dass viele unserer Studierenden nicht nur aus der Region kommen, sondern weil sie ja von Anfang an einen dualen Arbeitsplatz bei Firmen aus der Region haben, eine dauerhafte Beschäftigungsperspektive in der Metropolregion auch haben werden. Wir haben gesehen, Sie sind gerade auch im Fachbereich digitale Medien sehr aktiv.